Hallo und herzlich willkommen zum 96 Anschlusstalk der Neuen Presse. Ich bin Basti, das ist Henrik. Wir studieren im ersten Semester Sportmanagement an der Dr. Buhmann Schule und treffen uns heute auf einen O-Saft mit Norbert Düvel. Hallo, ich begrüße euch auf einen O-Saft mit Norbert Düvel. Ehemaliger Coach von Union Berlin und Co-Trainer unter Mirko Somka bei Hannover 96. Und meine erste Frage an das vergangene Spiel zwischen Union Berlin und Hannover 96. Wir haben eben schon erfahren, Sie hatten mit einem Unentschieden gerechnet. Wo hat es Ihnen besser gefallen? Bei Union Berlin oder 96? Die Fans, die Stimmung vom Feeling her? Ja, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, dass es bei Hannover 96 die einfach bessere Zeit war. Ich war viel länger und es war auch mit den Erfolgen, die wir feiern durften, natürlich schon eine außergewöhnliche Zeit. Außerdem war es in der ersten Bundesliga, das ist auch nochmal was anderes. Nein, es war ganz klar, also da schlägt mein Herz schon mehr für Hannover 96. Sie haben angefangen als Scout und sind dann über den Posten als Co-Trainer zum Trainer geworden. Könnten Sie aus der Position als Scout vielleicht was mitnehmen für Co-Trainerposition oder Trainerposition, dass Sie vielleicht anderen Trainern was voraus haben, Vorteile, die Gegner besser analysieren können? Ja, ob ich was voraus habe, weiß ich nicht, aber ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen, weil es ist natürlich auch so, dass als Trainer du ja immer gefordert bist, neue Spieler selber zu scouten. Es ist natürlich so, dass auch Scouting ein ganz wichtiger Faktor mittlerweile ist, weil einfach nicht alle Mannschaften in der Lage sind, sich einfach für so und so viele Millionen Euro neue Spieler zu kaufen. Das heißt, man muss da auch kreativ sein, man muss eigene Wege finden, man muss vielleicht auch eigene Scouting-Strukturen schaffen, um Spieler, interessante Spieler, gute Spieler, junge Spieler an Land zu ziehen. Und da habe ich natürlich einiges mitgenommen. Sehr schön. Sie waren Scout unter Ferguson. Würden Sie sagen, das war der beste Trainer, mit dem Sie jemals zusammengearbeitet haben? Oder gab es vielleicht noch einen anderen Trainer, der Sie begeistert hat und von dem Sie viel mitnehmen konnten? Ja, aber der Beste ist immer eine Frage. Wenn man die Titelsammlung ansieht, auf jeden Fall. Aber ich habe auch die große Ehre gehabt, zum Beispiel mit Ottmar Hitzfeld, Ottmar Hitzfeld lange über die Schulter zu schauen. Ich habe fast 8 Wochen bei ihm hospitiert und ist natürlich ein außergewöhnlicher Trainer, der ebenfalls 2-mal die Champions League gewonnen hat. Und ja, von daher würde ich das jetzt nicht irgendwie einordnen in den Besten oder so, sondern sind einfach auf ihre Art außergewöhnliche Trainer. Ich hatte das Glück, da ein bisschen über die Schulter zu gucken und das hat mich auch sehr stolz gemacht. Sie waren ebenfalls Trainer einer Frauenmannschaft oder mehreren Frauenmannschaften. Und wenn ich Sie zitieren darf, Männer sind leichter zu trainieren als Frauen, haben Sie einmal im Interview gesagt. Stehen Sie da immer noch zu und hat es trotzdem vielleicht Spaß gemacht mit Frauen? Und wo sind da so die Unterschiede und die Anreize, Frauen zu trainieren? Ja, ich stehe immer noch dazu, denn die Problematik Mann-Frau, die kennt jeder von zu Hause, dass es nicht so einfach ist, als Mann mit einer Frau immer richtig umzugehen, immer den richtigen Ton zu treffen. Ich glaube, das weiß jeder und das ist im Fußball natürlich potenziert dadurch, dass man es mit 24 Frauen zu tun hat als Mann. Und von daher war das schon eine interessante Aufgabe, war auch, denke ich, wirklich eine schwierigere Aufgabe, weil auch dieses Umfeld nicht so professionell war, wie es jetzt hier zum Beispiel in der Bundesliga ist. Man musste mehr improvisieren, man musste einfach mehr Kompromisse eingehen. Aber es hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil natürlich diese Art der Kommunikation später auch dann für den Männerbereich hilfreich ist, weil da ist es natürlich schon auch so, dass man ja schon immer wieder auch den richtigen Ton treffen sollte. Und wenn einem das oft genug gelingt, dann ist man, glaube ich, auch erfolgreich. Gut, meine letzte Frage ist, wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Haben Sie vielleicht vor, noch ein weiteres Buch zu schreiben oder wieder als Trainer aktiv werden, Scout? Was sind so Ihre Pläne für die Zukunft? Nein, also ich werde kein Buch mehr schreiben und ich glaube auch nicht, dass ich als Scout nochmal arbeite. Nein, ich möchte natürlich als Trainer weiterarbeiten. Ist einfach ein toller Beruf, ist eine unglaublich tolle Aufgabe und ja, ich bin da gerade dabei, auch wieder interessante Aufgaben zu sichten. Es muss natürlich auch passen, es muss von meiner Seite her passen. Ich muss auch zu dem entsprechenden Verein dazu passen.
Da sind wir gerade so ein bisschen in der Findungsphase, aber das ist normal im Fußball und ja, hoffe natürlich schon auch, dass es ja, demnächst dann auch klappt und dass ich dann auch demnächst wieder an der Seitenlinie stehe. Super, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal auf einen OSAF mit. Prost!